Ja, meine Damen und Herren, hier eröffnet Bundestagspräsident Norbert Lammert die Sitzung mit der Befragung der Bundesregierung. Es steht heute an ein kartellrechtliches Thema, das im Kabinett behandelt wurde. Da soll eine Lücke im Gesetz geschlossen werden, die so aussieht, dass Kartellstrafen, die oftmals ja recht drastisch und hoch ausfallen, ein Gesamtkonzern betreffen können, in dem Falle, auch wenn nur eine Tochter einer Holding oder eines Konzerns angeklagt ist. Denn oftmals hat die Praxis gezeigt, dass der Konzern dann dieses Tochterunternehmen stillschweigend schließt und entsprechend die Strafe dann nicht mehr kassiert werden kann. Das soll in Zukunft verhindert werden. Das Eingangsstatement hält Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Warum Sie mich im Zusammenhang von nicht so harmlos bezeichnen würde. Nein, bei Ihnen werde ich auf diesen Zusammenhang natürlich niemals kommen, aber bei diesem Gesetz könnte man den Verdacht haben, dass es nicht ganz so harmlos ist, wie es sich anhört. Womit Sie recht haben. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kabinett hat heute die 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen beschlossen und damit unser zentrales Regelwerk in diesem Bereich auf den Stand der Zeit, des Zeitalters der Digitalisierung gebracht. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das althergebrachte Instrumentarium des Wettbewerbsrechts nur zum Teil auf die neuen Geschäftsmodelle der digitalisierten Wirtschaft passen. Mit der Novelle schaffen wir nun oder beginnen wir damit, ein Wettbewerbsrecht 4.0 zu schaffen. Das Bundeskartellamt hat sich bereits intensiv mit Facebook, Amazon und Co. befasst. Wir geben ihm für solche Fälle nun neue Beurteilungskriterien an die Hand. Unter anderem auch, weil uns dafür die Monopolkommission in einem Gutachten Vorschläge gemacht hat. Das neue Regelwerk erfasst nun auch die Konsequenzen neuer Netzwerk- und Skaleneffekte oder des Zugangs zu wettbewerbsrelevanten Daten. Gleichzeitig erweitern wir die Fusionskontrolle auf Fälle, die bislang außerhalb unseres Radars geblieben sind. Zum Beispiel zeigt die Übernahme von WhatsApp durch Facebook, dass auch Unternehmen ohne große Umsätze eine erhebliche wettbewerbliche Bedeutung haben können. Im internationalen Zusammenschluss von Unternehmen gibt es so eine Größe von über 100 Millionen Euro, glaube ich, im nationalen Zusammenschluss immerhin von 25. Und der sozusagen einer der beiden Teile muss dann mindestens 5 Millionen Euro Umsatz haben. Und bei WhatsApp war das deutlich darunter. Gleichzeitig wissen wir, dass der Verkauf einen Verkaufspreis von 19 Milliarden Dollar gebracht hat, was zeigt, dass fehlende Umsätze alleine jedenfalls kein Kriterium sind, den Wert eines Zusammenschlusses und die damit möglicherweise einhergehende marktbeherrschende Stellung zu prüfen. Das ändern wir jetzt. Dabei haben wir bewusst darauf geachtet, dass die deutsche Start-up-Szene nicht beeinträchtigt wird. Die Regelung greift bei Unternehmensübernahmen erst ab einem Kaufpreis von mehr als 400 Millionen Euro. Solche Übernahmen gab es in den letzten Jahren in Deutschland maximal einmal pro Jahr. Und wir gehen davon aus, dass es so bleibt. Im Übrigen ist es wichtig, eine Prüfung von wettbewerbsrechtlichen Nachteilen heißt nicht, dass die Fusion verboten ist, sondern es geht nur darum, dass das Kartellamt jedenfalls hinschauen kann. Bei den Bußgeldern schließen wir mit der Novelle eine Lücke, die uns schmerzlich bewusst wurde, als die Kartellbehörde in der fleischverarbeitenden Industrie Kartellrechtsverstöße festgestellt hat und dann das betroffene Unternehmen nach Ergangen eines Kartellbescheids, eines Bußgeldbescheids, sich sozusagen genau den Teil aufgelöst hat im Unternehmensverbund, der davon betroffen war und sich damit letztlich dem Bußgeld entzogen hat. Und das wollen wir nicht noch einmal zulassen. Wir schließen diese Lücke und führen eine Konzernhaftung ein. Das geht leider nicht rückwirkend, aber es soll eben nicht noch einmal vorkommen. Künftig wird sowohl die Muttergesellschaft für ihre Tochter als auch der Nachfolger für ein gekauftes Unternehmen die Bußgelder für frühere Kartellrechtsverstöße zahlen müssen. Damit schließen wir, glaube ich, auch eine Gerechtigkeitslücke am Markt, denn derartige Tricks können sich Mittelständler nicht leisten, sondern das ist eine reine Möglichkeit für Konzerne, die wir ihnen nehmen wollen. Ein Mittelständler mit einfacher Unternehmensstruktur, der häufig nicht die treibende Kraft bei einem Kartell gewesen ist, konnte bisher nur zuschauen, wie die großen Kartellanten davonkamen. Neben hohen Bußgeldern fürchten
die betroffenen Unternehmen zunehmend zu Recht auch hohe Schadenersatzforderungen von Geschädigten, zum Beispiel die überteuerte Produkte gekauft haben. Auch da verbessern wir die Situation der Geschädigten. Darüber hinaus setzen wir mit der Novelle der EU-Richtlinie zum Schadenersatz bei Kartellen um. Die Klagen von Geschädigten sollen künftig erleichtert werden. Wir geben mit der Novelle des Wettbewerbsrechts ein wichtiges Signal auch gegen den Preiskampf im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels, indem wir das Verbot entfristen, Lebensmittel unter Einstandspreis zu verkaufen, um Kunden sozusagen ins Geschäft zu locken und damit einen unfairen Wettbewerb zu betreiben. Das war ein großes Anliegen, insbesondere der Landwirtschaft und der Lebensmittelhersteller. Schließlich erleichtern wir mit der Novelle der Kooperation von Presseverlagen. Das hatte sich die Koalition im Koalitionsvertrag vorgenommen. Künftig können Verlage außerhalb der redaktionellen Zusammenarbeit, also sozusagen in der klassischen Verlagszusammenarbeit, damit ist letztlich das Anzeigengeschäft gemeint, kooperieren und das gemeinsam organisieren, wie gesagt, nicht im Bereich der redaktionellen Zusammenarbeit. Das wird gerade kleinen Verlagen und Lokalzeitungen helfen, ihre wichtige Aufgabe auch in digitalen Zeiten zu erfüllen. Meine Damen und Herren, die 9. GWB-Novelle umfasst Projekte mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen, die das deutsche Wettbewerbsrecht neu gestalten sollen und den Kartellbehörden die notwendige Durchsetzungskraft geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich danke Ihnen, Herr Minister. Ich habe bislang dazu nur Fragen der Fraktion Die Grünen vorliegen, was immer das für einen Grund haben mag. Vielleicht entschließt sich der ein oder andere noch oder gibt mir ein Signal, wo es vielleicht übersehene Fragewünsche gibt. Wir beginnen mit der Kollegin Dröge. Ja, meine Damen und Herren, das war also das Eingangsstatement des Bundeswirtschaftsministers. Jetzt Katharina Dröge, bei den Grünen zuständig für Wettbewerbspolitik. Vielen Dank für die Vorstellung der GWB-Novelle. Ich finde es erstmal sehr begrüßenswert, dass Sie einen Schwerpunkt auf das Thema Regulierung digitaler Plattformen gelegt haben. Dort ist aus meiner Sicht großer Handlungsbedarf. Und dass Sie jetzt in der GWB-Novelle dort Vorschläge aufgegriffen haben, ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Sie greifen auch viele Vorschläge auf, die aus unserer Sicht auch wirklich gute Verbesserungen sind. Deswegen, da freue ich mich zunächst einmal. Ich hätte allerdings bei einigen Regelungen noch Nachfragen an Sie. Zum Beispiel haben Sie jetzt eingeführt, dass bei der Prüfung von Fusionen der Kaufpreis eine Rolle spielt. Das ist ja auch eine Lehre aus dieser Fusion Facebook-WhatsApp. Da frage ich mich, warum nicht auch das Thema Nutzerinnenzahl, die zusammengeführt wird bei der Fusion, bei der Prüfung eine Rolle spielen könnte. Denn gerade das macht ja die Marktmacht im digitalen Wettbewerb aus. Welche Nutzerzahlen, welche Portfolios werden dort zusammengeführt? Und die zweite Möglichkeit, die es gäbe, wäre auch den Zugang von Analysemethoden bei der Fusionskontrolle mit zu berücksichtigen. Also Algorithmen, die sich die Firmen teilweise auch patentieren lassen und damit ja Marktmacht entsteht, ob das bei der Fusionskontrolle nicht berücksichtigt werden sollte. Und das zweite Thema ist das Thema Marktabgrenzung. Auch dort hat die Fusion Facebook-WhatsApp gezeigt, dass die Kartellbehörden gesagt haben, das sind zwei unterschiedliche Märkte. Muss das Wettbewerbsrecht da nicht novelliert werden, um das in Zukunft verhindern zu können? Vielen Dank für die Nachfrage, die ja mehr als berechtigt ist. Nach meinem Verständnis ist es so, dass all die Fragen, die Sie gestellt werden, durch die Kartellrechtsbehörde jetzt geprüft werden muss. Allerdings hatte sie bisher eine Eingreifschwelle, wo sie das gar nicht konnte. Diese Eingreifschwelle haben wir jetzt neu definiert. Sie hängt nicht mehr vom Umsatz ab, sondern von dem genannten Kaufpreis, den man übrigens nach ein paar Jahren sicher auch noch mal überprüfen muss, ob das eigentlich die richtige Schwelle war. Bislang gehen wir davon aus, dass es gut abgewogen ist. Aber dann allerdings finde ich, wenn die Prüfung stattfindet, muss sozusagen die marktbeherrschende Stellung genau auch auf die Daten hin überprüft werden, die Sie eben gefragt haben. Weil bei WhatsApp geht es um die Frage, wie viel Daten sammelt man eigentlich an? Das ist die eigentliche Währung, die offensichtlich wertvoller war als 19 Milliarden Euro, glaube ich, waren es. Insofern wäre meine Interpretation dessen, was wir machen, ich hoffe, das Kartellamt teilt das, dass genau die Fragen, die Sie eben gestellt haben, dann geprüft werden müssen. Allerdings wir jetzt eben endlich eine Eingreifschwelle haben, wo das erfolgen kann. Frau Andrea. Die nächste Frage ist Kerstin Andrea, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, zur GWB-Novelle zu sprechen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie die Konzernhaftung angesprochen haben, weil diese unter dem Stichwort Wurstlücke-Problematik, die aufgetaucht ist. Ich denke, man darf es ja mal aussprechen. Aber tatsächlich ist dieses Thema der Eigentümerstrukturen ja eine, die uns generell beschäftigt. Und ist eigentlich aus Ihrer Sicht notwendig und planen Sie dahingegen Veränderungen des Kartellrechts auch danach zu schärfen, dass die Kartellbehörden bei Fusionen auch prüfen können, wer die Anteilseigner
der Unternehmen sind, die fusionieren. Weil vorstellbar ist ja durchaus, dass durch Verflechtungsstrukturen und durch Anteilseigner an den fusionierenden Unternehmen am Ende wettbewerbsverzerrende Situationen auftreten. In meinem Verständnis müsste das die Kartellrechtsbehörde schon heute tun. Wenn sie das nicht tun muss, ist das ein Thema, das kann ich jetzt ja nur empfehlen als Regierungsmitglied, das im parlamentarischen Verfahren in der Tat noch mal zu prüfen. Aber in meinem Verständnis wäre das eigentlich heute notwendig. In der Sache besteht offenkundig jedenfalls Einvernehmen. Der Kollege Janicek hat die dritte Frage. Dieter Janicek, Sprecher für Wirtschaftspolitik der Grünen-Fraktion. Gabriel, wir haben ja das Grundproblem einfach, dass große amerikanische Plattformen, können auch chinesische, indische in der Zukunft sein, ihre Regeln diktieren und wir unsere eigenen Regeln zum Teil nicht durchsetzen, insbesondere was den Wettbewerb angeht. Aber eben auch im Kontext Beispielentscheidung jetzt der Hamburger Datenschutzbeauftragte, ist ja jetzt nicht direkt in ihrem Metier, hat entschieden, dass WhatsApp die Daten nicht weitergeben darf an Facebook. Aber eine Marktmacht entsteht natürlich durch Weitergabe von Daten. Also wie bewerten Sie dieses Urteil? Und zum Zweiten die Portabilität von Daten, also dass Sie Daten nicht mitnehmen können, wenn Sie irgendwo sind, bei Facebook, woanders. Dass das jetzt in der Datenschutzgrundverordnung mit eingeführt wird, würden Sie sagen, das ist auch was Gutes für den Wettbewerb, für den Markt, dass wir darauf achten, dass das möglich ist? Also erstens geht es ja gerade darum, dass alle Unternehmen, bei denen Sie jetzt allgemeine Geschäftsbedingungen unterschreiben und mit denen dann an solcher Datennutzung möglich wird, dass genau um diese Unternehmen es uns geht, dass wir sozusagen Zugriff bekommen, die wir bislang nicht hatten. Zweitens, wir haben natürlich mit der Datenschutzgrundverordnung und übrigens auch dem EuGH-Urteil zum Marktortprinzip eine rechtliche Klarstellung, dass in Europa jedes Unternehmen, das hier tätig ist, die in Europa geltenden auch Datenschutzregeln einhalten muss. Und drittens, ich erwarte nicht, dass das hier die letzte GWB-Novelle ist, was die Frage angeht. Deswegen habe ich gesagt, wir beginnen uns damit auseinanderzusetzen, weil zum Beispiel das Kartellamtsverfahren gegen Facebook, das es aktuell gibt, wegen des Themas Datennutzung, aber auch das Kartellamt oder das Verfahren der Wettbewerbskommissarin Frau Vestager in Brüssel gegen Google, ich glaube auch noch gegen Amazon, aber jedenfalls gegen Google in jedem Fall, wird uns auch Hinweise bringen, ob wir in ihrer Richtung sozusagen weiterarbeiten müssen. Das wird mit Sicherheit nicht die letzte Frage sein oder das letzte Instrument sein. Aber da bin ich jetzt gespannt auch auf das, was aus der Kommission kommt. Ich bin, sagen wir mal, nach den letzten Entscheidungen von Frau Vestager jedenfalls außerordentlich optimistisch, dass die Kommission hier eine klare Position zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher einnimmt. Frau Dröge. Noch einmal Katharina Dröge, Sprecherin für Wettbewerbspolitik der Grünen-Fraktion. Ja, Herr Minister, ich möchte noch mal auf das Thema Marktabgrenzung kommen. Das war ja sehr schnell am Ende meiner letzten Frage. Bei der Fusion Facebook-WhatsApp haben die Kartellbehörden ja so argumentiert, dass sich das um zwei unterschiedliche Märkte handelt und deshalb die Marktmacht nicht relevant steigen würde. Einen ähnlichen Fall, auch auf einem ganz anderen Markt allerdings, haben wir jetzt gegebenenfalls mit der Fusion Bayer-Monsanto, wo auch die Frage ist, handelt es sich hierbei um zwei unterschiedliche Märkte, einmal der Saatgutmarkt und auf der anderen Seite der Pestizidmarkt. Deswegen wäre meine Frage hinsichtlich Ihrer Einschätzung, das werden in diesem Fall zwar die europäischen Kartellbehörden prüfen, bei einer niedrigeren Umsatzschwelle könnten sie auch die deutschen prüfen, reicht das Kartellrecht jetzt schon aus, sodass auch man vor- und nachgelagerte Märkte sich anschauen müsste? Beim Thema Saatgut und Pestizide handelt es sich ja auch eigentlich um einen Markt, wenn man das Ganze als Koppellösung verkauft. Reicht das jetzt schon aus oder müssten wir als Gesetzgeber das Kartellrecht so präzisieren, dass wir den Wettbewerbsbehörden da eine klare Leitlinie geben? Wir wollen, dass du die gesamte Produktkette anschaust und man gegebenenfalls so eine Fusion Bayer-Monsanto auch verhindern könnte. Ich habe die von Ihnen aufgeworfene Frage jetzt nicht am Fall Bayer-Monsanto, aber am Fall von Google thematisiert gegenüber der Monopolkommission, weil natürlich sozusagen das Unternehmen mit dem Geschäftszweck Advertising inzwischen eben auch eine Kette bildet und eine Marktdurchdringung erreicht, sozusagen vom Browser angefangen bis eben am Ende zum Content, wo man sich die Frage stellen kann, gibt es überhaupt noch eine Chance eines Wettbewerbers dort am Markt bestehen zu können? Gab ja immer das Argument, das geht eben ganz schnell, auch im Zeitalter von Internet. Die Monopolkommission hat uns die Antwort gegeben, sie glauben, dass das derzeitige Kartellrecht diese Fragen abdeckt. Das habe ich erst mal zur Kenntnis zu nehmen gehabt. Und auch da, glaube ich, wird uns die Entwicklung auch der Entscheidungen der Wettbewerbskommission und auch des Facebook-Verfahrens noch mal Anlass geben, den Fragen nachzugehen, ob wir hier weitergehen müssen, als wir in der jetzigen Novelle gegangen sind.
Ja, Frau Andrea, nochmal. Jetzt nochmal Kerstin Andrea, ebenfalls von der Grünen Fraktion. Vielen Dank. Die bisherige GWB, also das bisherige GWB klärt folgenden Tatbestand. Es muss eine Erforderlichkeit für eine Ministererlaubnis begründet werden. Jetzt haben wir ja den Fall der Ministererlaubnis Edeka Kaisers-Tengelmann. Und es gab einen Vermerk aus Ihrem Haus, der nach dem Übernahmeangebot von Rewe klarstellt, dass die Ministererlaubnis nicht mehr erteilt werden braucht. Nach GWB hätten Sie jetzt die Erforderlichkeit begründen müssen. Und Sie haben sich aber dafür entschieden, die Ministererlaubnis auszusprechen. Hätten Sie eigentlich nicht zu diesem Zeitpunkt des Vermerkes dann wissen müssen, dass die gerichtliche Überprüfung der Ministererlaubnis nicht mehr standhält, also dass die Ministererlaubnis der gerichtlichen Prüfung nicht mehr Bestand hat? Ich habe den Vermerk, den Sie mir vorhalten, nicht vor mir, aber ich weiß, dass mein Haus empfohlen hat, den Antrag von Edeka nicht zu genehmigen, und das haben wir auch nicht getan. Denn der Antrag von Edeka behauptete, man könne die Arbeitsplätze, die für uns ein Gemeinwohlgrund sind, durch Betriebsvereinbarungen schützen, was schon deshalb fragwürdig war, weil nur in 2 von 3 Regionen die Betriebsräte bereit waren, eine solche Betriebsvereinbarung zu schließen. Wir haben auch durch Nachfragen im Bundesarbeitsministerium festgestellt, dass es sehr fragwürdig ist, ob damit der Gemeinwohlgrund Sicherung der Arbeitsplätze zu erreichen ist. Deswegen sind wir dem Antrag auch nicht gefolgt, sondern haben einen ganz anderen Weg gewählt, der in unserem Haus auch einvernehmlich für richtig empfunden wurde. Insofern nehme ich den über Tarifverträge, und der Erfolg der Tarifvertragsverhandlungen zeigt Ihnen ja, dass wir damit den Gemeinwohlgrund Arbeitsplätze sichern könnten. Jetzt droht etwas, was eher zeigt, wie wichtig die Ministererlaubnis gewesen ist oder wäre. Wenn nämlich jetzt sozusagen es nicht zu einer einvernehmlichen Lösung der Unternehmen kommt, die während des Verfahrens überhaupt nicht denkbar war, dann passiert das, was passiert wäre, wenn ich die Ministererlaubnis verweigert hätte. Dann hätten bis zu 8.000 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Und das ist der Grund, warum ich der festen Überzeugung bin, dass gerade das, was jetzt passiert, zeigt, wie richtig es gewesen ist, eine Ministererlaubnis zu erteilen, um bis zu 8.000 Arbeitsplätze zu sichern. Ich erinnere noch mal an die Ein-Minuten-Regel für Fragen und Antworten. Frau Dröge. Jetzt wieder Katharina Dröge. Ja, Herr Minister Gabriel, um beim Thema Ministererlaubnis zu bleiben. Das GWB regelt ja eigentlich eine zeitliche Vorgabe, in der Sie entscheiden sollten, nämlich 4 Monate. Nun haben Sie bei der Ministererlaubnis deutlich länger gebraucht. Und wenn man sich anschaut, in welcher Situation das Unternehmen Kaisers-Tengelmann jetzt ist, wir haben jetzt 2 Jahre für das Fusionsprüfverfahren gebraucht. Es ist so, dass Kunden wegbleiben, dass teilweise Mietverträge nicht verlängert werden, dass Lieferanten Aufträge aufkündigen, dass gute Mitarbeiter sich wegbewerben. Das heißt, das Unternehmen steht jetzt deutlich schlechter da, als es vor 2 Jahren dastand. Das Unternehmen hat 2 Jahre verloren, in denen es auf der Suche nach nachhaltigen, beschäftigungssichernden Lösungen für die Mitarbeiter deutlich besser hätte dastehen können, als in der Situation, in der wir jetzt sind. Aus dieser Sicht ist unsere Interpretation, dass Sie auch mit diesem langen Verfahren Verantwortung tragen für die Situation, in der Kaisers-Tengelmann jetzt ist. Nun frage ich Sie, sollte man vor diesem Hintergrund nicht über deutlich striktere zeitliche Vorgaben der Prüfung nachdenken, denn Unternehmen, die mit solchen Verlusten monatlich operieren, können sich so ein langes Prüfverfahren aus meiner Sicht einfach nicht leisten. Frau Kollegin, Sie verwechseln 2 Zeiträume, nämlich den des Fusionsprüfverfahrens beim Kartellamt und das Prüfverfahren für die Ministererlaubnis. Beide zusammen haben die 2 Jahre ergeben, nicht alleine die Prüfung des Ministererlaubnisverfahrens. Ich beantworte gerade nur Ihre Frage. Und das führt übrigens dazu, dass man im Rahmen des Ministererlaubnisverfahrens auch Anhörungsfristen einhalten muss. Wenn sozusagen Verfahrensbeteiligte beantragen, eine längere Frist zu haben, verlängert sich das. Wir haben uns präzise an das gehalten, was die Verfahrensvorschriften ergeben. Und übrigens, jedes Unternehmen, das sich auf den Weg macht, eine Fusion zu beantragen, weiß, dass es das Risiko trägt, dass das Kartellamt prüft, danach die Monopolkommission prüft, dann Anhörungsverfahren stattfinden und erst am Ende eine Ministererlaubnis erfolgt. Dieses Risiko eines so langen Verfahrens können wir dem Unternehmen nicht abnehmen. Aber wie gesagt, die Ministererlaubnis selber hat nicht 2 Jahre gebraucht, sondern das davorgehende Fusionsverfahren und die Prüfkommission haben auch dazu beigetragen. Ob man das strecken kann, das muss man überlegen. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir vor dem Bundesgerichtshof obsiegen würden. Dann würden wir, glaube ich, auch gute Anlässe haben, über das Verfahren zu reden. Frau Andrea, noch einmal.
Jetzt wieder Kerstin Andreae von den Grünen. Eine Möglichkeit, die Ministererlaubnis noch mal in ihrer Struktur zu diskutieren und über die Frage, ob sie reformbedürftig ist, ist ja jetzt die GWB-Novelle. Wir haben wahrgenommen, dass Sie über die Ministererlaubnis Kaisers-Hengelmann-Edeka verschiedene Gespräche mit vielen Leuten geführt haben, unter anderem mit Verdi. Im gesamten Verfahren haben Sie den Deutschen Bundestag nicht informiert. Das ist aus unserer Sicht nicht gut. Und wir hätten gerne eine Diskussion und auch eine Reform der Ministererlaubnis, die wir im Übrigen nicht abschaffen wollen, aber eine Reform der Ministererlaubnis dergestalt, dass es auch eine Erklärung des Wirtschaftsministers gegenüber dem Deutschen Bundestag gibt. Und deswegen fragen wir, ob im Rahmen der GWB-Novelle geplant ist, die Ministererlaubnis an der Stelle oder an der Frage der Fristen zu reformieren. Von uns aus nicht. Wenn das Parlament das möchte, kann es das machen. Es widerspricht allerdings dem Ansatz von Frau Dröge, die Verfahren zu verkürzen. Da müssen Sie sich einfach entscheiden. Das Zweite ist bemerkenswert, finde ich, können Sie ja beantragen, dann beraten wir darüber, ist ja nicht das Problem. Das Zweite ist, man muss eben auch interessanterweise sehen, dass gerade Ihre Fraktion schon vor der Ministererlaubnis der Meinung war, man solle sie verweigern. Wenn man das schon vorher weiß, dann sollte man hinterher auch dazu stöhnen, wenn sozusagen das Ergebnis kommt, nämlich dass 8.000 Leute ihren Job verlieren könnten, dann sollte man sagen, das ist ein Risiko, das wir bewusst in Kauf nehmen wollten. Das, finde ich, gehört zur Fairness. Ich wollte das nicht in Kauf nehmen, deswegen habe ich die Ministererlaubnis erteilt. Jedenfalls braucht. Ja, meine Damen und Herren, die Debatte hier ist jetzt eine um die Frage Kaisers-Hengelmann und die Ministererlaubnis. Sie spielt zwischen dem Bundeswirtschaftsminister einerseits und den Grünen andererseits. Fast mehr als eine übliche Befragung der Bundesregierung. Jetzt wieder Katharina Dröge, Bündnis 90, die Grünen. Und genau den entsprechenden Antrag, Herr Präsident, haben wir auch bereits eingebracht mit entsprechenden Reformvorschlägen. Und da regeln wir auch genau zeitliche Fristen, sodass das Ganze eben zu keiner Verzögerung kommt. Herr Gabriel, um es nochmal konkret zu machen, Sie hätten in 4 Monaten entscheiden müssen und haben ein Jahr gebraucht, um die Entscheidung zu treffen. Das ist deutlich länger. Aber weil Sie das Thema Information und Beteiligungsrechte im ganzen Verfahren eingegangen sind, möchte ich Sie nochmal fragen. Experten können sich eigentlich nicht erklären, warum Herr Haub auf diesen riskanten Weg gegangen ist, allein auf Edeka zu setzen und diese langwierige Ministererlaubnis einzugehen, außer es hat frühzeitig Signale aus dem BMWi gegeben, dass das Ganze durchgezogen wird. Jetzt haben wir Sie gefragt, was haben Sie mit Herrn Haub und Herrn Moser besprochen am 23. September 2014? Dort haben Sie ja mit Ihnen über das Fusionsverfahren gesprochen. Ist das Wort Ministererlaubnis gefallen? Darauf habe ich keine Antwort bekommen und deswegen wüsste ich gerne, ob Sie dort mit den beiden schon konkret über diese Ministererlaubnis gesprochen haben. Und die zweite Frage wäre, sieht das Verfahren des GWB das vor oder sollte es das vorsehen aus Ihrer Sicht, solche frühzeitigen Gespräche? Also erstens, die beiden Unternehmen haben sich bei mir angemeldet, um mir mitzuteilen, dass sie die Absicht haben, eine Fusion vorzubereiten. Ich glaube, kein Gesetz, egal was drinsteht, wird das Unternehmen verbieten können, dem Minister mitzuteilen, dass sie diese Absicht haben. Daraufhin haben wir den Unternehmen erklärt, wie das formale Verfahren ist. Ich vermute, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, dass wir gesagt haben, sollte das Kartellamt das verweigern, bleibt Ihnen die Möglichkeit der Beantragung einer Ministererlaubnis. Konkret über die Ministererlaubnis haben wir ganz gewiss nicht geredet. Ganz gewiss nicht. Zweitens, Sie sagen gerade 4 Monate. Ich weise darauf hin, dass wir schon deshalb nicht verantwortlich sein können für die Beantragung einer Ministererlaubnis, weil wir den Antrag von Edeka, den die gestellt haben, und Kaisers-Hengelmann abgelehnt haben. Wir haben gesagt, diesen Antrag, in dem ihr nur sehr unsicher die Arbeitsplätze schätzt, können wir euch nicht genehmigen. Auch deshalb ist das Verfahren länger geworden, weil wir die Bedingungen von Edeka und Kaisers-Hengelmann nicht akzeptiert haben, weil sie uns keine Sicherheit für die betroffenen Arbeitsplätze gebracht hat. Schon daran sehen Sie, dass es wohl schwerlich ist, selbst bei größtem Bemühen der Opposition eine Verbindung herzustellen zwischen dem Antrag und unserem Verhalten.